Der Echtgeldtrade wird Ihnen präsentiert vom Börsendienst Optionsstrategien, Ihr Ideengeber für den Optionshandel. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir starten heute mit einer neuen Kategorie. Und zwar möchte ich euch zukünftig immer wenigstens so einmal im Monat vielleicht einen Trade vorstellen, den wir gemacht haben, und zwar aus unserem Echtgeldkonto bei den Optionsstrategien. Optionsstrategien, das ist unser Börsendienst, der immer mittwochs erscheint, gibt es seit 2011. Und wir führen da ja ein Echtgeldkonto, das heißt, die Abonnenten können sich das anschauen, was wir da wirklich live machen mit Ad-Hoc-Service und so weiter und so fort. Die meisten von euch kennen das ja auch. Heute starten wir mit einem Langfrist-Stränger auf Erdöl und den zeige ich euch jetzt im Video. So, ich habe mir das Ganze hier auch ein bisschen vorbereitet, sodass ich das euch zeigen kann, und wir blenden euch die Charts hier für das Ganze ein. Wenn ihr später wollt, könnt ihr euch nochmal das gesamte Material, was ich euch hier zeige, plus die wirklich konkreten Zahlen, also wo haben wir gerollt, an welchem Tag, auf welche Strikes, könnt ihr euch runterladen. Wir machen euch wieder einen Link hier darunter, geht einfach drauf und dann könnt ihr euch das downloaden als PDF und könnt das für euch auch nochmal nachvollziehen, damit ihr auch einfach diesen Lerneffekt habt. Was war jetzt die Ausgangslage hier beim Erdöl? Wir waren im Februar 2016, das heißt also zu Beginn des Jahres. Die IVR, das heißt die Volatilität beim Erdöl, war sehr, sehr hoch. Ganz klar, wir hatten diesen großen Einbruch 2015, Anfang 2016 nochmal. Im Januar ging es ja nochmal richtig runter und der Erdölpreis war so bei knapp $40.39,60. Und wir haben eins gemacht, wir haben dann einen langfristigen Strangle verkauft, nämlich auf die Dezember Futures, das heißt also mit Laufzeit bis in den November hinein. Ganz konkret haben wir einen 75er Call, also rund $35 oberhalb des aktuellen Preises, und einen 20er Put verkauft, der war also 15 Dollar unter dem aktuellen Preis, Verfall 16.11. und wir haben hier insgesamt eine Prämie von $760 eingenommen. So, wir springen ein wenig in die Zukunft. Der Trade lief. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, dass der Markt ein bisschen nach oben ging und wir eben sagen konnten, okay, jetzt können wir das erste Mal rollen, und zwar diesmal rollen aus Gründen des Gewinns. Wir wollten mehr Gewinn machen. Der Markt war etwas nach oben gelaufen, also der aktuelle Preis lag bei $46, ungefähr $6 war also Erdöl gestiegen, und unser 20er Put war sehr, sehr stark gefallen im Preis. Das heißt, wir hatten den ja mal verkauft für 49 Cent, konnten ihn jetzt zurückkaufen für 10 Cent, haben also nach Gebühren einen Gewinn von $386 eingenommen und haben natürlich sofort wieder einen verkauft, gleiche Laufzeit, und zwar diesmal einfach das Ganze hochgeschoben von 20 auf 23, haben wir wieder $230 eingenommen, und unser neuer Strangle lautete also jetzt 75 auf der Oberseite, 23 auf der Unterseite. So, der Markt lief weiter und jetzt war es so, er ist natürlich weiterhin gestiegen. Ihr seht es auch hier im Chart. Nochmal knapp $7 draufgesattelt. Der Markt war mittlerweile bei $53. Die Volatilität baute sich so langsam ab. Unser Call auf der Oberseite war eigentlich nie gefährdet, ne? Also der war nie, dass wir irgendwie Probleme hatten durch die lange Laufzeit. Und ihr wisst ja, die Volatilität, gerade wenn sie eben lange angestiegen ist, so wie im Fall von Erdöl, die wirkt ja besonders auf langlaufende Optionen. Und wenn die Volatilität dann fällt sie natürlich besonders auch bei den langlaufenden Optionen. Und wir hatten also jetzt hier, konnten wir den 23er Put wieder zurückkaufen. Den haben wir jetzt zurückgekauft für 5 Cent, 20% Regel, ne? Die kennt ihr alle. Und wir haben wieder $176 Gewinn realisiert. Und haben gesagt, okay, die Idee ist ja grundsätzlich noch intakt. Wir haben den Call, also warum nicht nochmal einen Put daneben schieben, ne? Oder dazu schreiben. Also haben wir das Ganze hochgeschoben, und zwar von $23 den Strike auf jetzt $32 und haben erneut $270 Prämie eingenommen. Neue Position, 32 unten, 75 oben, immer noch Dezember-Optionen mit Laufzeit bis 16.11. Jetzt kam es zum dritten Mal rollen, und diesmal mussten wir rollen, um den
Verlust zu reduzieren. Denn wenn ihr euch das Ganze anschaut hier im Chart, ihr seht, wir waren bei 56 im Hoch und jetzt ging es nach unten. Ne? Also die erste Anstiegsreaktion im Öl war vorbei. Wir haben, sind runtergefallen wieder auf 48 Dollar und das hat natürlich unseren zuletzt verkauften 32er Put etwas unter Druck gebracht und deswegen haben wir ihn knapp über der 100% Marke zurückkaufen müssen und haben damit einen Verlust erzielt von, also realisiert besser gesagt, von 324 Dollar. So, jetzt hätten wir uns einfach stehen lassen können. Wir haben mal gesagt, hey, warum stehen lassen? Die Chancen sind immer noch gut, die Volatilität war auch immer noch gut und deswegen haben wir ganz einfach Folgendes gemacht. Wir haben den 75er Call jetzt zurückgekauft, weil wir gesagt haben, okay, den können wir jetzt ein bisschen nach unten schieben. Mit dem haben wir jetzt nur in Anführungszeichen 66 Dollar Gewinn gemacht, aber wir haben sofort einen 70er verkauft, von 75 auf 70 runtergerollt, ne? Also näher an den Preis ran und haben für den wieder 380 Dollar eingenommen und den anderen, den wir für den 32er Put, den wir ja mit Verlust zurückkaufen mussten, den haben wir runtergerollt auf den 27er und durch die Prämieneinnahme aus dem 70er Call und jetzt dem 27er Put haben wir genau die gleiche Prämie eingenommen, wie wir sie beim Rückkauf für den 32er ausgegeben haben. Wem das jetzt alles so ein bisschen verwirrend erscheint, ne, ladet euch die Zahlen runter, dann ist das nochmal genau für euch aufbereitet in Tabellen, dann könnt ihr euch das anschauen, wie das Ganze war. Neue Position, 27 auf der Unterseite und 70 auf der Oberseite. Wir sind immer noch in der gleichen Laufzeit. Durch diese langen Laufzeiten, durch die hohen Prämien, weil viel Zeitwert drin ist, hat man eben hier schön die Möglichkeit, hin und her zu rollen. So, und jetzt kam der Tag, und zwar, das war dann der 16.8. Das heißt, mittlerweile waren wir fast 6 Monate im Trade, mussten aber nur ganz, ganz wenig handeln. Und jetzt am 16.8. haben wir, beziehungsweise einmal am 10.8., einmal am 16.8. haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt ist der Trade zu Ende. Wir waren jeweils an den 20% Margen angelangt, sowohl bei dem Put als auch bei dem Call, haben beide Optionen zurückgekauft, automatisiert über eine Limit Order und waren jetzt komplett raus und haben dann auch keine neuen aufgesetzt, weil die IVR, der Implied Volatility Rank, mittlerweile unter 40 gefallen war. So, und wir haben jetzt nochmal mit dem Put ein bisschen Geld verdient, 176 Dollar, und wir haben nochmal mit dem Call 315 Dollar verdient, sodass wir also insgesamt jetzt, und das ist ja das Entscheidende, mal eine Bilanz ziehen können, wie hat sich denn dieser Trade ausgewirkt. So, und da sieht es also folgendermaßen aus. Wir haben also insgesamt 6 Trades gemacht, 5 Gewinner dabei. Einmal, das war dieses Rückrollen des Puts von 32 auf 27, haben wir einen Verlust gemacht. Insgesamt 795 Dollar Gewinn. Das ist mehr als die ursprüngliche Prämieneinnahme, die wir am Anfang hatten. Und das ist ja auch das Ziel, ne, dass man sagt, okay, im Gewinn rollt man mal, um eben einfach ein bisschen mehr zu verdienen. Das sowas pusht natürlich auch immer ein bisschen die Performance. Wir waren aber vom Risiko her nie zu groß. Wir haben nie große Positionen gemacht. Ne? Wir haben das ganze Jahr gemacht auf einem Konto, was gestartet ist mit 25.000 Euro zu Beginn des Jahres. Wir liegen mittlerweile bei über 29.000. Das heißt also wirklich mit so einer Art von Trades, ne, keine riesigen Dinge eingehen, ne, sondern ganz normal bleiben. Jetzt kann man sagen, okay, am Anfang, das war ja schon viel. Ja, aber die lange Zeit, so weit weg vom Preis, diese extrem große Volatilität, das musst du einfach machen. Was können wir jetzt als Fazit aus diesen ganzen Trades ziehen? Nummer 1. Langfristige Strangles lohnen sich immer dann zu machen, wenn du eine extrem hohe IVR hast. Das war im Falle von Erdöl ja absolut gegeben. Und der Grund ist das, weil eben so langfristige Bewegungen wie dieser Crash, den wir im Ölpreis gesehen haben, der treibt natürlich die Volatilität der Optionen sehr stark nach oben, vor allen Dingen eben der Langlaufen nach oben. Stichwort Vega. Ne? Das Vega ist am größten, je länger die Laufzeit ist. So, das ist Punkt Nummer 1. Du kannst das machen in sehr liquiden Märkten. Das heißt also, wo du die Möglichkeit hast, immer zu rollen. Das musst du machen in Optionen oder in Märkten, die sehr, sehr lange Laufzeiten haben, die liquide gehandelt werden. Ganz, ganz wichtig, du musst hier konsequent bei den Verlierern sein. Wir waren davon überzeugt, dass die 32, die wir ja wieder zurückgerollt haben, dass die nicht erreicht werden. Nichtsdestotrotz, sei konsequent bei deinen Verlierern, wenn du an der
Wir stellen uns ja diese 100%-Regel. Du hast vielleicht eine andere, aber wenn du eine Verlustregel hast, dann halte sie ein, egal wo der Preis ist. Dann immer sich fragen, weil es gerade bei solchen langlaufenden Sachen, habe ich die Chance auf mehr? Ne? Wir haben ja hier dreimal, einmal von 20 auf 23, von 23 auf 27 und von 27 auf 32. Das heißt, wir haben dreimal den Put nach oben gerollt. Zweimal haben wir damit Geld, oder dreimal haben wir Geld verdient, einmal verloren. Ja, das lohnt sich. Und deswegen frag dich immer, habe ich durch das Rollen auch die Chance, mehr Geld einzunehmen? Wenn du also einen Strangle hast, die eine Seite hat nur noch ein Delta von 2 und die andere ein Delta von 11, dann roll halt den 2er-Delta auf den 10er-Delta, damit du mehr Geld einnimmst. Ja? Du kannst es brauchen für die zukünftigen Verlierer, die auch mal wieder kommen werden. Und dann natürlich ein Vorteil, wenn du solche langfristigen Strangles machst, und deswegen haben wir das auch in dem relativ kleinen Konto gemacht. Du hast eben bei so langen Laufzeiten, weil du weit weg vom Preis bist, aufgrund des hohen Zeitwertes, hast du eben eine sehr niedrige Marge. Okay, das war also jetzt ein wirklich ein langer Trade, mehrere Monate. Aber wie gesagt, das ist ein langfristiges Spiel. Spiel ist eigentlich nichts, es ist ein langfristiges Investment, was so funktioniert. Ihr könnt alles nochmal nachlesen in der Präsentation oder in der kleinen PDF, die wir euch hier unten drunter packen. Ladet sie euch einfach runter und dann stellt eure Fragen. Ich hoffe, euch hat diese neue Kategorie gefallen. Wenn ja, dann sagt mir das. Wenn nein, sagt mir es genauso. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bewertet, kommentiert, teilt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Das war der Echtgeldtrade. Präsentiert vom Börsendienst Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen.